Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Staatszerfall, ein trauriges Thema. Eigentlich, warum? Weil der Staat ein Friedensprojekt ist. Es ist eine Erfindung Europas. Andere Kulturkreise haben großartige kulturelle Blüten hervorgebracht, gerade der islamische Kulturkreis bis zum 14. Jahrhundert. Aber die Idee eines Staates, eines Nationalstaates zu gründen oder ein Territorial, hat es nie gegeben. Es hat immer die religiöse Umma gegeben als Gegenkonzept. Und trotzdem die Europäer mit ihrer positiven Entwicklung einen Staat zu gründen, der, wo eben das legitime Gewaltmonopol bei der Regierung liegt und nicht mehr beim Bürger. Er muss sich entwaffen, er muss seine Waffen abgeben. Das schaffte Frieden, das schaffte Wohlstand, das schaffte private und wirtschaftliche Initiativen. Das ist ein großartiges Projekt. Es kann missbraucht werden, der Staat, das haben wir in der eigenen Geschichte erlebt, aber es ist heute eine sehr populäre Idee. Die ganze Welt verstaatlicht sich, will selber die Menschen, die Bevölkerung, die Völker wollen gerne Staaten gründen, die Kurden würden es sehr gerne und viele andere auch. Also ein Friedensprojekt. Gleichzeitig ist es aber etwas, was große Probleme mit sich bringt. Und darüber müssen wir leider heute reden. Aber ich möchte trotzdem anfangen mit 7 positiven Entwicklungen, die es heute in Afrika gibt. Ich will das nur andeuten, um unser Afrika-Bild möglichst komplex zu machen. Können Sie lesen, von hinten auch? Gut. Also, wir haben hohe wirtschaftliche Wachstumsraten von 5-7%. Wir haben auch eine Entstehung einer afrikanischen Mittelklasse. Das sind Menschen, die aus der größten Armut heraus sich gearbeitet haben. Wir haben zweitens... Oh, Verzeihung. Das war schon richtig. Ich habe hier nur. Ja, wir haben drittens als positiven Trend Demokratisierungsfortschritte. Wenig echte Demokratien, aber etwa doch 7 Länder von 48, wo wir sagen können, das sind sich konsolidierende Demokratien. Wir haben auch viele Scheindemokratien, aber wir sollten festhalten, es ist möglich, eine demokratische Regierung auch unter Armutsbedingungen zu etablieren in Afrika. Der vierte positive Punkt, die Nutzung der modernen Technik, ganz erstaunlich, wie eine Revolution von eine digitale Revolution eingesetzt hat. Die Handys in Afrika sind sogar bei analphabetischen Bauern heute verbreitet. Die möchten sich informieren über die Zwiebelpreise auf dem Markt, bevor sie ihre Produkte verkaufen. Also das ist ein enormer Fortschritt. Fünftens, in der Außenpolitik, nach langem Drängen der EU haben afrikanische Regierungen jetzt zugestanden, dass sie selbst mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen für die afrikanischen Probleme, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme, natürlich mit unserer Unterstützung, aber doch, dass ganz wesentlich Afrikaner eine Responsibility to protect ihre Bürger anerkennen. Das ist ein Fortschritt, also Verantwortung zu übernehmen für ihre eigenen Leute und das Geschick ihrer Nation. Dann gibt es stabile Friedensinseln, ja, so wird das heute genannt von einigen Friedensforschern, also Länder, in denen es keine Militärputsche gibt und nicht gegeben hat, seit 1960 Tansania, das frühere Deutsch-Ostafrika zum Beispiel. Aber auch Benin und Malawi sind politisch stabil, im Unterschied zu gerade sich demokratisierenden Staaten, in denen es oft zu Staatszerfall oder aber zu großen politischen Turbulenzen kommt. Das müssen wir auch anerkennen. Demokratisierung ist etwas sehr Schönes, aber es gibt kulturelle Voraussetzungen dafür, damit es wirklich gewaltfrei gelingen kann. Und die sind noch nicht überall herangereift. Und schließlich Militärkurs. Afrikaner haben selbst diese Statistik aufgestellt, dass sie, es gibt sie noch viel zu viele natürlich, aber deutlich abnehmend, die Militärs, die sich in die Politik einmischen. Nehmen wir mal Westafrika von 28 auf 16 Militärkurs
in den Jahren seit 1990 insgesamt natürlich sehr viel, aber der positive Trend ist da. Gut, lassen wir das jetzt auf sich beruhen. Ich kann da nicht mehr in die Tiefe gehen und komme jetzt zu dem schon angekündigten Unterschied des Staatsbegriffs in Afrika und bei uns. Also wiederhole nochmal, in Europa eher ein Friedensprojekt, Befriedung der Gesellschaft durch den Staat, Polizei wird positiv verortet. In Afrika ist es nicht, und wir müssen ein grundlegendes Datum zur Kenntnis nehmen. Die afrikanische Staatsbildung ist anders verlaufen als in Europa und im Rest der Welt. Das sind künstliche Staaten, die keine innere Souveränität entwickeln konnten, wo ein Zentralherr sich die Macht im ganzen Staat errungen hat und alle anderen niedergekämpft hat, wie das etwa in Preußen der Fall gewesen ist oder in Frankreich mit im ersten 16. Jahrhundert schon. Das ist Souveränität, die von innen durch Kämpfe entstanden ist. Wir haben hier mit künstlichen Staaten es zu tun, wo es solche Souveränität nicht gibt, wo es keinen zentralen Herrscher gibt, der alle anderen unterworfen hat. Das ist eben ein Produkt des Kolonialismus. Von daher sind es in sich relativ schwache Organisationen, Institutionen, die erst langsam eine nationale Identität entwickeln müssen. Es gibt Fälle, wo das positiv funktioniert, in Tansania weitgehend, in Senegal würde ich auch sagen, Kamerun, weiß ich nicht genau, wie weit das da geglückt ist mit dem Nation Building, aber ich will nur darauf hinweisen, die Voraussetzung für eine Konsolidierung von Staaten ist sehr, sehr schwierig und kaum gegeben. Wir haben hier in Afrika künstliche Staaten, Mini-Staaten, Inselstaaten, unregierbare Megastaaten. Das sind gerade die Staaten, die die fünffache Größe von Frankreich haben. Nigeria, Sudan, Südsudan, Algerien, Tschad, Zentralafrikanische Republik. Die sind eigentlich unregierbar von der Größe her. Oder man braucht da eine Infrastruktur. Und das würde so viel Geld kosten, die wirklich so zu vernetzen, dass es lebensfähige Staaten sind und nicht nur eine Hauptstadt. Also das sind schwere Bedingungen. Und wenn wir über Ursachen sprechen, ich würde den Vorschlag machen, dass wir differenzieren nach drei Kriterien. Es gibt exogene Ursachen für den Staatszerfall, es gibt endogene Ursachen und es gibt strukturelle Ursachen. Endogene Ursachen sind Korruption zum Beispiel, das sind alles Faktoren, wo die Menschen selber Schuld daran haben, dass es so ist. Die exogenen Faktoren sind Faktoren, wo die afrikanischen Zivilgesellschaften und Regierungen in der Regel nichts daran ändern können. Sagen wir mal Weltmarktpreise für Rohstoffe. Sind sie hoffnungslos ausgeliefert dem, was andere beschließen. Oder sonstige Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Oder ob Konzerne investieren oder nicht. Das sind exogene Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Und drittens dürfen wir nicht vergessen, was ich eben hier mit den Megastaaten sagte, strukturelle Faktoren. Das sind Faktoren, die niemand so schnell ändern kann. Das sind geografische Faktoren. Denken Sie daran, in Afrika gibt es viele Länder, die sind landlocked. Die sind abhängig von den Nachbarn, weil sie keinen Zugang zum Meer haben. Ganz besonders schwere Bedingungen. Da zum Beispiel Handel zu treiben, wenn Sie um eine Kiste Bananen zu exportieren, na, da geht es nur per Flugzeug, aber sagen wir mal Knollenfrüchte, Kaffee, wo sie 2800 Kilometer zurücklegen müssen durch Nachbarstaaten, um ans Meer zu kommen. Also das sind hier diese Megastaaten, das sind oder Ministaaten, Inselstaaten, das sind schwer regierbare Gebilde und das hat was zu tun mit diesen strukturellen Faktoren, die Afrika einfach als koloniales Erbe gehabt hat. Die Garantie von Staaten wird heute nach Merkwürdigkeit vom Völkerrecht, vom Völkerrecht garantiert. Wenn ein Staat die Grenzen verändern wird, gibt es sofort ein Geschrei überall in der Welt, dass Staaten dürfen ihre Grenzen, ihre kolonialen Grenzen, so ungerecht sie sind, nicht ändern. Es gibt gute Argumente dafür und aber auch gute Argumente dagegen, ob man das tun soll, dort, wo es sinnvoll ist. Vielleicht Nigeria,
weil die Nigerianer das selber ja mal wollten mit Biafra. Also diese Frage halte ich für offen und wird noch in Zukunft uns beschäftigen. Und dann, wenn man mal die Ursachen zusammenzählt, natürlich Implosion von Institutionen, weil Labors keine Mittel kriegen, um ihre Experimente aufrechtzuerhalten. Das nenne ich Implosion. Die können nicht mehr funktionieren. Die Kleptokraten, das ist ein Wort, das gebräuchlich geworden ist. Es ist wirklich eine Herrschaft von Dieben. Es ist ungeheuerlich, das Ausmaß an Korruption. Korruption gibt es weltweit. Aber hier ist die Zerstörung durch die afrikanische Staatsklasse sehr groß. Ich referiere hier den Fortschrittsbericht von 2013 von Kofi Annan und anderen Afrikanern herausgegeben. Und sie haben dargestellt, dass die Korruption doppelt so groß ist, das Geld, was aus Afrika verlässt, das Afrika als Fluchtkapital verlässt, ist doppelt so hoch wie die gesamte Entwicklungshilfe. Also es ist fürchterlich, wenn man das sieht, aber was soll man tun? Und dann Bürgerkrieg natürlich, das müssen wir uns auch noch kurz anschauen. Die Frage ist, Afrika existiert nur im Plural, bitte keine Pauschalurteile, das ist immer misslich, aber wir haben große Unterschiede unter den 54 Ländern, wir haben Monarchien, wir haben Militärdiktaturen, wir haben Staatsverfallländer, aber auch wir haben Mehrparteienregime, zum Beispiel in Kenia. Was haben Demokratien in Äthiopien? Das sind solche Demokratien, die wählen zwar, aber das Wahlergebnis steht schon immer vorher fest. Der Diktator lässt sich nicht abwählen. Und ganz wenige hier, das sind meine positiven Fälle, die konsolidierten Demokratien, Mauritius, Botswana, Kap Verde, Ghana, Südafrika, vielleicht Namibia und Tansania sind auf dem Weg dahin. Kriterium ist, gibt es eine faire Mehrparteienwahl, wo eine Abwahl passiert. Demokratie ist nicht Wählen von Herrschern, das tun auch in Diktaturen. Das Kriterium ist, lassen die Menschen, die Reichen, die Mächtigen eine Abwahl von einer Regierung zu. Und das passiert selten, aber gerade in Nigeria passiert. Erfreulicherweise. Hier sehen Sie nochmal einen Überblick über dieses Afrika, das sich unter 7 Kolonialmächte aufteilen ließ und sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben keine Zeit, das näher zu sehen. Aber ich möchte hier über die politischen Systeme noch einen kleinen Überblick geben. Es gibt sich konsolidierende Demokratien, defekte Demokratien. Es ist so ein bisschen das, was wir eben schon hatten. Das kann ich vielleicht kürzer machen. Und bevor ich jetzt noch auf einige Probleme eingehen kann, des Staatsverfalls, auf Ursachen, wir müssen im Blick behalten, dass Afrika vor irrsinnigen Herausforderungen steht, die es alleine nicht bewältigen kann. Denken Sie nur an Klimawandel. Das kommt hier sicherlich auch vor. Als Punkt die absolute Armut. Wir wissen, Millenniumziele, Armutsüberwindung hat funktioniert in der Welt, nur in Afrika. Fluch der Rohstoffe. Das zeige ich Ihnen gleich, dass von den 8 Staatsverfallsländern, die am schlimmsten sind, es aus 6 davon ausgerechnet, solche sind mit großen Rohstoffvorkommen. Nigeria, Sudan, Südsudan, alles Ölländer, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Kongo. Nicht dazu gehören Somalia, das ist tatsächlich arm, das ist ein besonderer Fall. Und Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, ist auch ein halb zerfallender Staat, das hat etwas zu tun mit dem Bürgerkrieg zwischen Norden und Süden und den Religionskonflikten dort. Aber überwiegend ist die Botschaft, dass Afrika noch keinen Weg gefunden hat, den Rohstoffreichtum umzuwandeln in Reichtum für Menschen. Es sind nur sehr wenige Eliten, die haben sich damit bereichert und haben eben Raum gegeben für diese Kleptokraten, Mobutu oder Robert Mugabe in Simbabwe sind die schlimmsten Repräsentanten dieses Phänomens. Wir haben heute Tropenkrankheiten, das ist uns bewusst, die Kriege, der Drogenschmuggel, Korruption der Staatsklasse und dann das Scheitern von Nation Building und State Building und jetzt Klimawandel. Wir werden damit rechnen müssen, dass wir Millionen von Klimaflüchtlingen aus Afrika in den nächsten Jahrzehnten haben.
Das sind Menschen, die wollen gerne weiterhin ihre Felder bestellen. Es ist nicht möglich, weil das Klima sich verändert. Entweder kommen zu starke Regengüsse runter, weil die Ozeane sich erwärmen, oder aber es werden, die Dürre breitet sich aus. Und bis wir Saatgut entwickelt haben und Pflanzen entwickelt haben, die klimaresistenter sind als bisher die Hirse und andere Früchte, wird es Jahrzehnte dauern. Also es ist ein absolutes Faktum, auch wenn Good Governance herrschen würde, die Regierung alles richtig machen würde in Afrika, an diesem strukturellen Faktor, das ist eine Aufgabe für die Welt, natürlich. Und Gott sei Dank haben wir jetzt sehr spät auch Obama das begriffen und versucht jetzt an dem Klimawandel eine Programmatik zu entwickeln, um den wenigstens einzudämmen. Noch einige Hinweise auf die Driving Forces, die Ursachen für Staatsverfall. Natürlich haben wir riesige Probleme im Bevölkerungswachstum. Afrika ist der schnellst wachsende Kontinent, den es je gegeben hat. Eine Versiebenfachung der Bevölkerung in 100 Jahren, im 20. Jahrhundert. Die Prognosen sind, dass Afrika China, Indien überflügelt haben wird im Jahr 2050. Eine Albtraumvorstellung, weil diese Menschen wohl keine Arbeit haben werden. Das Land für Bauern ist nicht mehr vorhanden. Und wir sind alle ziemlich ratlos, was da passieren soll. Also, es werden natürlich eine Völkerwanderung wie Prinz Asserate aus Äthiopien, der gerade wieder ein neues Afrika-Buch geschrieben hat, der von der Familie Haile Selassie abstammt, der spricht von Völkerwanderung. Und das ist kein Schimpfwort und manche mögen das nicht, aber es ist einfach unwahrhaftig zu leugnen, dass es so etwas ist in dieser Größenordnung, dass es Millionen sein werden, die einfach dorthin migrieren wollen und müssen, wo sie überleben können. Das ist nur menschlich. Unser BMZ-Minister, Herr Müller, hat das Problem klar erkannt und hat gesagt, 60% der 15- bis 24-Jährigen sind heute arbeitslos. Sie können sich vorstellen, das sind etwa 50 Millionen, mindestens, wenn nicht noch mehr. Und das Kinder sind hier in diesem Fall nicht nur ein Schatz. Arbeitshilfe, das Fehlen ist klar, Klimaflüchtlinge sind zu erwarten. Okay. Das ist hier Ihnen allen vertraut. Auch das nicht weiter zu kommentieren. Die Armut auch. Armut, die Botschaft ist klar. Lassen Sie mich dieses eine Ergebnis von dem Millenniumsentwicklungsziel Ihnen sagen. Wir haben ein Ziel gehabt, die Armut in der Welt zu halbieren. Wir sind dem Ziel ein bisschen näher gekommen, in Asien ziemlich weit. Nur in Afrika hat es nicht funktioniert. Da ist etwa die Höhe der Armenanzahl noch gleich geblieben. Etwa 50% der Bevölkerung ist unterhalb. Ja. Und hier sehen Sie natürlich einen weiteren Faktor, der die Entwicklung stark hindert, diese Kriege. Ich kann ja nicht auf alle Ursachen eingehen. Ich will nur noch mal betonen, von diesen sind Rohstoffland, Mosambik vielleicht nicht so stark, aber Nigeria, Sudan, Zentralafrika, von diesen überall, wo es Konflikte gibt, werden Rohstoffe gerade auch zu einer Ursache für Konflikte, weil man den Erlös, die Revenuen aus dem Verkauf von Rohstoffen gerne für sich behält, wenn man die Macht hat. Also Demokratisierung und Regionalisierung, Föderalisierung, das ist das Projekt. Wir müssen ganz stark zusehen, dass tatsächlich dezentrale Entscheidungsstrukturen von unten wachsen und die Regierungen es zulassen, dass auch Entwicklungshilfe am Zentralstaat vorbei wirklich in die Regionen kommt, wo die Hilfe gebraucht wird. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das war ein Beispiel Nigeria. Ist sehr reich an Einnahmen. Ich kann es vielleicht doch nochmal gerade zeigen. Am Beispiel Nigerias reiche
Länder arme Menschen. Heute erleben wir die zweite Balgerei um Afrikas Rohstoffe mit dem Unterschied vor 100 Jahren. Damals waren noch nicht Indien, China, Malaysia und andere Entwicklungsländer dabei. Das ist heute der Fall. 36 Bundesstaaten, ja, das ist mein letztes Beispiel, dann muss ich zum Schluss kommen. Ich will Ihnen an diesem einen Beispiel zeigen, wie unendlich schwer das ist, es zu vermeiden, dass der Staat weiter zerfällt. Sie wissen, dass Boko Haram im Nordosten Nigerias anrichtet, eine schreckliche Organisation. Nur, das Interessante ist, als die vor über 10 Jahren gegründet worden sind, waren das friedliche Studenten. Dieser Herr Yusuf, der das gegründet hat, ein Theologiestudent, der wollte nur die Korruption bekämpfen. Der hat mit den Behörden zusammengearbeitet. Das war kein Terrorist. Dann hat das Militär den 1997, glaube ich, erschossen. Oder nein, 2007 erschossen, vor etwa 8 Jahren. Und danach haben sie sich erst radikalisiert und sind zu dieser fürchterlichen Terrororganisation geworden. Also hier gibt es auch soziale Ursachen, weil hier das Militär total versagt hat. Und die Regierung, weil sie die Erdöleinnahmen aus einem Teil des Landes, nämlich aus dem Süden, aus dem Niger-Delta, alle für sich zentralisiert haben und den anderen Provinzen nicht abgegeben haben, sodass wir das Phänomen haben, eines der reichsten Länder der Erde, in dem leben 70% unterhalb der Armutsgrenze. Das ist politisch gemacht, weil es hier nicht gelungen ist, eine wirkliche Nation zu bilden. Aber stellen Sie sich vor, das sind völlig unterschiedliche Kulturen, diese Hausa im Norden, die Igbo und die Yoruba im Süden von Nigeria. Die Briten haben, weil sie meinten, Geld zu sparen, haben das gesagt, das ist alles ein großes Reich, wir machen daraus einen Staat, brauchen wenig Leute zum Regieren dieses Staates, kostet ja nur Geldverwaltung, und haben die zusammengewürfelt, die nicht zusammengehören. Und jetzt sind sie da gefallen in einer Falle, würde ich sagen. Es ist wirklich ganz. Sie haben 36 Staaten jetzt gegründet. Der Norden will islamisch werden, ist islamisch, will sich loslösen, islamistisch zum Teil. Die wollen die Scharia einführen. Das ist gegen die Verfassung des Landes. Das ist nämlich ein säkularer Staat an sich. Also es sind Zerreißsituationen da, die sind ganz schwer erträglich. Ihr sollt es nicht so leicht machen, nur auf die korrupte Elite schimpfen. Das ist auch berechtigt, aber ich sag mal, die strukturellen Faktoren schlagen hier wieder voll durch. Ein fürchterliches Erbe des Kolonialismus. Und hier blüht eine Korruption, das stellt alles in Schatten. 5 Milliarden stellen Sie sich das vor von einem Militär, dem Sami Abacha. Und jetzt versucht man mühsam, diese Gelder aus den internationalen Konten wieder rauszukriegen und dem Land zurückzugeben. Also an diesem Beispiel sieht man, und diese Umweltschäden sind fürchterlich. Da haben auch multinationale Konzerne wie Shell ihr Anteil an Schulden. Das ist ganz klar, das sind extreme Faktoren hier, die hier zu Buche schlagen. Also das Schlimme ist tatsächlich, Rohstoffreichtum ist so manchmal ein Fluch. Natürlich gibt es einen Fluch, das ist eine Metapher, die eigentlich nicht in die Wissenschaft gehört, weil es diesen Fluch eigentlich natürlich nicht gibt. Es sind immer Sachen, die Menschen machen und auch verändern und verhindern können. Aber weil so viele in diesem Schicksal erlegen sind, dass sie die Rohstoffe nicht so einsetzen, dass die Menschen was davon haben, kann man schon mit dieser Metapher ein wenig arbeiten. Ich komme zum Schluss. Ja, das ist so eine verstopfte Stadt Lagos, wird die größte Stadt der Welt mit 35 Millionen Einwohnern, mehr als Tokio, bald, weil hier das Geld für Autosimport ausgegeben werden konnte, aber keine Straßen gebaut worden sind, keine vernünftige Planung. Das ist schon schlimm. Und hier, das ist der reichste Mann Afrikas, rechts ein Unternehmer. Und das ist dieser Jonathan, der Präsident Nigerias, der gerade abgewählt worden ist, zum Glück. Und das ist dann doch wieder eine Hoffnung, dass auch ein Lernprozess in der Zivilgesellschaft passiert, dass es doch sowas gibt, man wird diese total versagt habenden Präsidenten auch wieder los, indem eine Bevölkerung aufgestachelt ist und möchte, dass endlich Good Governance, gutes Regieren in Afrika einzieht in solche Länder, damit der Reichtum des Landes auch der Bevölkerung zugutekommt.
Ich muss hier leider auch. Dankeschön.